Morgen, ich bin hier bei Gattiudi in Greek Natura. Das ist ein kleiner Laden in der Brunnenstraße und ich zeige euch mal, was es hier alles so gibt. Auf jeden Fall ganz viel zu essen, oder? Erzähl mal, was gibt's hier bei dir im Laden? Also fast alle griechische Produkte. Vom Oliven, Öl, also kaltgepresste Olivenöl aus Kreta. Also fast alles. Käse, was Käse. Weiß ich. Magst du mir mal zeigen, was ist das denn hier alles? Also das ist die Osterfarbe. Das ist Natur, also das ist nur Faden. Was macht man mit diesen bunten Fäden? Also das die Eier entfärben. Ah, ach, man kocht dann die Eier mit den Fäden? Mit den Fäden, ja. Man umwickelt die Eier? Nee, braucht man nicht unbedingt wickeln, die Eier, weil es nass. Die kleben die Fäden drauf und dann kocht man mit den Fäden und dann kommt buntes Eier. Ja, da seht ihr mal. Also so machen die Griechen das an Ostern, einfach mit Fäden kochen. Und hier gibt es hier ganz, ganz viele griechische Speisen. Was ist das Besondere hier? Was ist anders als bei den Sachen, die man so im deutschen Laden kauft? Also gibt es Sachen, wo gibt es nicht in deutschen Laden. Also Beispiel, das hier, das ist eine Sorte Trakanas heißt das. Das ist eine Suppe. Wo gibt es nicht in deutschen Geschäft? Also ich weiß nicht, wenn der Nudelreis gibt, das weiß ich, Spaghetti gibt es sowieso. Ja, oder gibt auch hier griechische Huselfrüchte. Und sehr, sehr viele verschiedene Bohnen habt ihr. Bohnen, ja. Bohnen und Linsen. Und die Bohnen ist alles aus Griechenland, direkt. Die, woher bekommst du die? Also manche bekomme ich eher vom Nürnberg. Oder manche bringe ich selber aus Griechenland, das kommen von einer Stadt. Das heißt, du gehst ab und zu ins wunderschöne Griechenland ich und kaufst ich nicht, aber ein. Mein Mann. Ich muss in der Lade bleiben. Ja, schau mal, wir haben auch eine frische Theke. Ja. Hier, guck mal. Was gibt's da denn alles? Vor allen Dingen ganz viele Oliven. Leckere, köstliche Oliven. Oliven, Käse, verschiedene Paste. Gefüllte Tomaten und Oliven. Und das hier vorne ist süß, oder? Das ist was, ja, was Süßes. Ist, das ist Halva, heißt Halva. Das ist mit Sesam gemacht und Honig mit verschiedenen Geschmack, Kakao oder Erdnuss. Also ihr seht, sehr gesund. Wenn ihr mal süß, aber sehr gesund. Wenn ihr mal griechisch essen wollt, dann findet ihr auf jeden Fall hier leckerste Speisen. Dazu hier auch noch die passende Deko. Viele schöne Frauen und Männer in Weiß. Ja, und dann gibt es auch ein neues Produkt. Das ist die griechische Kräuter, die frische Kräuter, die kann man so beim Essen benutzen oder Tee machen. Hier gibt es jede Menge frische Kräuter zum Kochen und Tee machen. Und nicht zu vergessen, ganz viel griechischer Wein. Man trinkt nicht nur Rezina und Ouzo in Griechenland, nein, sondern gutes rote, weiß und Rosé-Wein. Die Sonne in Griechenland macht einen super Wein, braucht man keine technische viel mehr, die Sonne macht seine Arbeit. Was es auch noch gibt, sind viele Backwaren. Was ist denn das hier? Also das ist verschiedene Backwaren, süße, neutral und salzige. Bio, das kommen alle aus Kreta und ist mit Olivenöl gemacht, ohne tierische Produkt. Weil gibt es Leute, wo die dürfen kein tierische Produkt essen und die schmecken sehr gut. Ja. Und hier gibt es noch etwas ganz Besonderes, nämlich irgendwelche langen Kerzen. Was sind das, ja, für Kerzen? Das ist unsere Tradition von dem Oster. Das was? Ist unsere Osterkerze. Ah, an Ostern. Was machen die Kinder? Ist das für Kinder, also oder? Ja, das ist für Kinder. Und das kriegt von dem Taufmutter oder Taufvater. Am grünen Donnerstag kriegen seine Kerze, eine rote Ei und seine Geschenke. Und dann der Kind geht in die Kirche am Samstag oder Sonntag mit diesem Kerze. Also in diesem Sinne, frohe Ostern. Und das heißt auf Griechisch? Kalo Pascha.